Ja. Nach Klein-Venedig und jetzt gucken wir, machen wir einfach mal. Wo ist denn mein goldener Drache der Unsichtbarkeit hin? Ich muss ihn irgendwo verloren haben. Nein! Au! Oh! Aua! Ich muss über irgendwas gestolpert sein. Hey! Das war ja der goldene Drache der Unsichtbarkeit. Hier habe ich ihn also verloren. Tja, wie kriegen wir den jetzt aber mit? Den hat... Ja. Wo ist denn mein goldener Drache? Ich muss... Tja, wie kriegen wir den goldenen Drachen jetzt mit? Ja, du bist da drüber gefallen. Ich muss über... Hey, hier habe ich ihn... Ja. Kommen wir irgendwie so... Das ist er also. Der goldene Drache der Unsichtbarkeit. Er ist noch schöner, als ich ihn mir vorgestellt habe. Nehme ich zumindest an. Ja, bestimmt. Nein, das geht nicht. Okay. Zucker? Das ist er. Er ist noch... Nehme ich zumindest an. Ja. Mit diesem Gerät lass... Was ja bereits nützlich... Es tut mir sehr leid, wir akzeptieren... Verdammt! Ja. Dafür brauche ich keine... Ich brauche lediglich... Und? Mein Und? Ja. Wie kriegen wir das Ding denn jetzt daraus? Das ist die unzerstörbare Sonnenbrille. Aham! Ist ja schon gut. Aham! Ist ja schon gut. Warum kriegen wir das Ding nicht? Ich wusste doch, dass man sollte mich... Herzlich willkommen. Wie? Ja. Ich bin da mal wieder weg. Nein, stimmt nicht. Ist ja schon gut. So einen brauchen Goal und ich. Wir könnten ihn zum Beispiel... Dann könnten... Nein, nicht ins Schlafzimmer stellen. Das ist doch... Also, können wir den Drachen... Ich würde diesen Schredder ja... Aber nicht mit meinen eigenen. Zu dumm, das... Aber so... Ich wusste, man soll... Na? Den habe ich schön über den Tisch gezogen. Tada! Ich sollte erst entscheiden, auf welcher Seite ich das Glas einsetze. Ich habe eine Idee, und zwar gucken wir jetzt einfach mal, wo hier welches Auge er benutzt. Los, schneller! Das linke ist das. Du schon wieder? Ich hab dir doch gesagt, dass du verschwinden sollst. Bin ich ja auch. Ich bin eins mit den Schatten. Du hast bei deinem... Nein. Okay, das linke Auge. Warte mal, das ist die rechte Fassung. Also die linke Fassung. Jo. Und jetzt... Ja. Und jetzt da... aufs Periskop drauf. Mal gucken, wie gut er mich jetzt noch sieht. Damn. So. Tja, und
was uns hier unten erwartet, das gucken wir uns später an. Ich speichere mal kurz. Speichern. So, wir sind im Geheimunterschlupf. Okay, gucken wir uns mal um. Da haben wir einen Vorhang. Was haben wir hier? Auch Vorhang. Tür zum Funkraum. Na komm, erstmal den Vorhang. Moment mal, hier ist ein kleines Schild aufgenäht. Wir müssen draußen bleiben. Und darunter ist ein niedlicher Wölfe abgebildet, der kein Mitglied beim unorganisierten Verbrechen ist. Normalerweise ignoriere ich ja jede Art von Hinweisschild. Aber verflucht, der Welpe ist wirklich niedlich. Oh mein Gott. Moment mal, hier ist ein kleines Schild aufgenäht. Wir müssen draußen bleiben. Und darunter ist ein niedlicher Welpe abgebildet, der kein Mitglied beim unorganisierten Verbrechen ist. Normalerweise ignoriere ich ja jede Art von Hinweisschild, aber... Ja gut, aber wir sind doch kein Welpe. Also warum? Apropos Welpe, mein Hund kommt gerade wieder angedackelt. So, also wir sind doch gar kein Welpe. Warum können wir da nicht dahinter gucken? Na gut, gucken wir mal, hier ist der Funkraum. Da schau her, der Stachelbär. Wenn das mal keine Funkstation ist, was haben wir denn da? Irgendwelche Dias. Das müssen die Pläne des unorganisierten Verbrechens sein. Mal gucken, was diese Heinis vorhaben. Moment mal. Das ist ja nur Gekrakel. Da hat jemand mit Fingerfarbe drauf rumgeschmiert. Das ist doch... Hallo! Wink! Bitte kommen! Oh oh, da kommt ein Funkspruch. Wink! Melden Sie sich! Moment mal. Die Stimme kenne ich. Das ist doch... Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk. Wink! So antworten Sie doch! Hier spricht Cletus. Ich meine... Das ist doch Cletus, klar. Bowles Verlobter. Ex-Verlobter vielmehr. Scheinbar hat er den Absturz des Notboots überlebt. Aber was hat er mit dem unorganisierten Verbrechen zu schaffen? Besser, ich geh mal ran. Bei meinen Imitationskünsten wird er keinen Verdacht schöpfen. Hallo, Cletus. Wink, sind Sie das? Warum reden Sie denn so komisch? Ich rede nicht komisch. Ich klinge genau wie Wink. Ein phonetisch geschultes Ohr würde das sofort hören. Reden Sie keinen Unsinn und kommen Sie zur Sache. Sie wissen doch genau, dass uns nicht viel Zeit bleibt. Also, haben Sie meine Verlobte aufspüren können? Sie mein Ex-Verlobte? Ich meine Cole, meine Verlobte. Warten Sie. Ich habe das Bild besorgt, das Sie haben wollten. Sie können es sich als Dia ausdrucken. Und hier ist das Bild von der Datasette, auf der sich die Aufstiegscodes befinden. Aufstiegscodes? So, so. Der alte Schnösel hat also immer noch nicht aufgegeben. Wie war das? Die alten Brösel lohnt es sich doch immer aufzuheben. Ja, das sagt mein Börsenmakler auch immer. Brauchen Sie noch weiteres Material? Tja, so kommen wir wieder an Cletus dran. Wo sind Sie eigentlich? Warum wollen Sie das wissen? Ja, gute Frage. Warum nur? Wegen der späteren Übergabe. Meine Antwort wäre zwar plausibler gewesen, aber... Ja, genau. Ich befinde mich in einem Organon-Sprengturm. Direkt an der Kreuzertrasse nach Porta Fisco. Die Koordinaten finden Sie auf dem folgenden Dia. Aber melden Sie sich nochmal, bevor Sie hier auftauchen. Sonst sorgt der Organon dafür, dass Ihr Tauchboot die Wasseroberfläche nicht wieder sieht. Haben wir uns verstanden? Da landen immer mehr Dias drin. Das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg. Wozu brauchen Sie die Aufstiegscodes noch gleich? Das habe ich Ihnen doch bereits gesagt. Ja, Sie haben aber auch eine ziemlich miserable Aussprache. Ich erkläre es Ihnen noch ein einziges Mal. Das letzte Hochboot verlässt Deponia in einer Woche von Porta Fisco aus. Wenn also die Aufstiegscodes nicht bis morgen bei mir sind, komme ich nicht mehr rechtzeitig nach Elysium zurück. Das wäre ja nicht auszudenken. Das kann man so sagen. Eigentlich dürften Sie das alles gar nicht wissen. Aber ich verrate es Ihnen trotzdem, weil ich weiß, wie wichtig motivierte Mitarbeiter sind. Aus Gründen, die Sie nun wirklich nichts angehen, muss ich dem Elysianischen Ältestenrat berichten, dass Deponia unbewohnt ist. Davon hängt sehr viel ab. Alles andere ist unwichtig. Mhm, genau. Ulysses, der Oberkontrollrat des Organon, will kein Risiko eingehen. Wenn mein Bericht Elysium nicht rechtzeitig erreicht,
wird er dafür sorgen, dass Deponia tatsächlich unbewohnt sein wird. Wie war das? Dem Organon stehen die entsprechenden Mittel zur Verfügung, den gesamten Bereich um das Rostrote Meer in eine Wüste zu verwandeln. Wenn ich die Aufstiegscodes nicht bis morgen in den Händen halte, werden sie von diesem Sprengturm aus eine Bombe abwerfen. Als Folge wäre voraussichtlich alles Leben auf Deponia ausgelöscht. Dieses Dia sollte Beweis genug dafür sein. Aber dann wären Sie auch tot. Bravo! Sie beginnen zu verstehen, warum es mir so wichtig ist, Goal wiederzubekommen. Hoffentlich sind Sie jetzt angemessen motiviert, sie auch zu finden. Cletus out. Nein, einen Moment noch. Verdammt. Was mache ich denn jetzt? Wenn Cletus die Aufstiegscodes nicht bis morgen in den Händen hält, wird alles Leben auf Deponia vernichtet. Aber wenn er sie bekommt, wird ganz Deponia vernichtet. Ich muss ihm irgendwie zuvorkommen. Und scheinbar hängt alles davon ab, wie schnell ich Goal überzeugen kann. Also letztlich von meinem Charme. Tja, Glück im Unglück. Ja, so ähnlich auf jeden Fall. Also wir müssen noch mal die Station. Hallo? Ach, wir haben schon die Dias gemacht. Mist, er geht nicht mehr ran. Okay. Wenn Cletus die Aufstiegscodes nicht bis morgen in den Händen hält, wird alles Leben auf Deponia vernichtet. Aber wenn er sie bekommt, wird ganz Deponia vernichtet. Ich muss ihm irgendwie zuvorkommen. Komm ich jetzt da mal? Moment mal. Hier ist ein kleines Schild auf dem Wir und Norm. Aber. Haben wir sonst irgendwas? Oh, Knopf. Kitty, ach wie nö. Wollen wir Kitty rasieren? Die Hauskatze eines kriminellen Syndikats zu rasieren wäre voll extrem. So extrem, dass sie mich garantiert zum Ehrenmitglied ernennen. Na, dann wollen wir doch mal. Ja, stimmt, so ähnlich, oder? Was soll das denn? Das ist ja nur eine Stoffkatze. Aber wo ist denn die echte Kitty? Egal. Oh, ich glaube, Kitty ist doch ein bisschen größer als erwartet. Was hast du getan? Das wird dem Boss aber nicht gefallen. Abwarten. Boss! Boss! Und jetzt kommt der Boss. Sitzt meine Frisur? Was für eine Frage. Natürlich sitzt sie. Aber natürlich ruft sie. Was? Wer? Was soll das? Wo ist der Boss? Hinter dieser Verrückten da? Ich habe einen Eindringling erwischt. Ach, arme Kitty. Brave Kitty. Kitty. Dieser kleine Nichtsnutz hat Kitty rasiert. Wie sollen wir mit ihm verfahren? Das war auch mein Gedanke. Aber das sind doch nur Zuckungen. Diese Frau leidet unter Spasmen. Bravo, jetzt hast du sie vollständig verärgert. Also, noch irgendwelche letzten Worte? Was hat sie gesagt? Liegt das nicht auf der Hand? Dass ich begnadigt werde? Wie jetzt? Eine Begnadigung? Ist das dein Ernst? Und ich dachte schon. Gnade! Genau. Ich habe Donna ein Angebot zu unterbreiten. Okay. Donna ist ganz Ohr. Ich gebe euch Geld. Viel Geld. Donna sagt nein. Also, heißt nein. Okay. Was habt ihr denn überhaupt mit mir vor? Genau. Sagt mir endlich, was dieses Zwinkern bedeutet. Rate doch mal. Dass ich zu Haifischfutter verarbeitet werde?
Bravo, du hast es erraten. Yippie! Oh. Passiert jetzt? Ja. Könnte ich jetzt endlich mal erfahren, was ihr mit mir vorhabt? Donna sagt nein. Ah, das ist wieder so ein Rätselspiel, ne? Was habt ihr denn überhaupt mit mir vor? Genau. Sagt mir dass ich zu Haifischfutter verarbeitet werde? Bravo, du hast es erraten. Yippie! Also wir müssen sie dazu kriegen, dass sie zuerst nein sagt. Ich habe noch ein weiteres Angebot. Donna sagt nein.